Jetzt geht's los. Schnippel, Schnappel, Schnubbel, der Thomas mit den Scherenhänden. Aus alt mach neu. Nach 5 Jahren im Wohnmobil, schaut euch mal unsere Sitze an, den Fahrer- und den Beifahrersitz. Auf dem einen liegt ja jetzt der Lino und auf dem anderen ist derselbe Bezug drauf wie auf dem Fahrersitz, aber alles fusch neu. Und das habe ich durch Schnippelschnappel erreicht, durch Zerschneiden der Sitze, die drauf gewesen sind. Ich schneide vorsichtig einfach hier an der Seite, dann in dieses Kunstleder rein und dann lassen die sich auch einfacher abmachen, abziehen hier oben. Ne? Ja, hier das sind, oder besser gesagt waren, die Sitzbezüge von unserem T67. Und ich habe da mal lange recherchiert, weil die sind sehr versaut, diese Sitzbezüge. Ja, und wir wollten neue drauf machen lassen. Und dann habe ich im Forum gelesen, warum willst du neue bestellen? Es gibt eben auch Sitzbezüge unten drunter. Die sind also speziell dann hier für das Wohnmobil eingebaut worden. Und tatsächlich, ich habe erst einen kleinen Schnitt reingemacht und habe mir das mal angeguckt. Es kommen dann hier neue Sitze zum Vorschein. Wunderschön sind die nicht. Hier dieses Kack. Was ist das? Kackbraun. Das ist beige. Das ist beige. Das gefällt mir jetzt nicht so wunderbar. Aber ich habe es mir eigentlich schlimmer vorgestellt. Auf jeden Fall werden wir die jetzt mal eine Zeit lang nutzen und dann vielleicht ganz einfache Sitzbezüge drauf machen. Also nicht maßgeschneidert, sondern im Internet irgend sowas bestellen. Und wenn man mal oberkörperfrei gefahren ist, so wie ich das gemacht habe, dann sind da entsprechende Schmutzstellen drin. Und Thomas hat ja auch immer die Decken und Kissen und Tücher, die ich versucht habe, da drüber zu legen als Schutz, immer mit Erfolg runtergenommen. Und das mich gestört hat. Und dann haben wir hier dann also auch das Lederimitat. Das ist dann an diversen Stellen. Das wird an den hellen Stellen, an den Nähten. Zeig doch mal, jetzt machst du es. Redest du von Leder immer an da oben, da? Da hier. Da. Schaut euch das mal an, in 5 Jahren. Zerschleißt so, das. Ja, einfach. So sieht das also aus. Und da haben wir gesagt, nee, guck mal hier oben, ne? Also, das zerbröselt ja alles. Ja, genau, dieses Plastikleder, so Kunstleder zerbröselt irgendwann. Wenn man so intensiv im Wohnmobil lebt, wie wir das getan haben, ist das ja auch nachvollziehbar. Dann dachte ich, naja, da muss ein Polsterer ran. Und habe aber gleichzeitig mal im Sunlight Carado Forum recherchiert und habe irgendwann ein Feedback bekommen. Die einen sagten, ja, geh mal zu dem Polsterer und dann zu dem. Und einer hat dann geschrieben, warum willst du denn zum Polsterer gehen und viel Geld bezahlen? Also, so ist das dann. Zerstörungswut. Kann man gut seine Aggression loswerden. Ja, tatsächlich. Beim Fiat Ducato, zumindest hier bei den Sunlight und bei meiner Baureihe, ist es so, dass die über die Original Ducato Sitze nochmal eigene Sitzbezüge draufgebaut haben. Und jetzt haben wir für lau, für nix, durch pure Zerstörungswut zumindest neue Bezüge. Über die Farbe, über dieses Beige, über dieses Kackbeige kann man sich vielleicht streiten, aber wir können damit leben. Das war Kiffis Leben im Wohnmobil mit dem Tipp, wenn eure Sitze auch alt sind, mal zu prüfen, ob in eurem Ducato oder in eurem Wohnmobil das auch vom Hersteller so gehandelt worden ist oder nicht. Macht's gut, ciao, ciao und tschüss.